Liebe Genossinnen und Genossen, die ihr seht, ich habe eine SVP-Initiative, die sich Familieninitiative nennt, hier zu vertreten. Ich sage es klar, die Initiative ist eine Mogelpackung. Es ist an und für sich eine Steuerinitiative, eine Initiative, die Geschenke macht für Leute, die Geschenke gar nicht brauchen. Der Inhalt. Es geht darum, dass Eltern, die ihre Kinder selber betreuen, daheim betreuen, und das finde ich wichtig natürlich. Es geht einfach darum, dass man qualitative Betreuung hat von den Kindern, dass man da dafür einen Steuerabzug machen kann. Und zwar ein Steuerabzug in der gleichen Höhe wie die Eltern, die, weil beide arbeiten müssen, weil beide arbeiten wollen, ihre Kinder in der Krippe, in der Tagesstätte abgeben. Und für sich auf den ersten Blick könnte man sagen, endlich einmal eine Initiative für die Wertschätzung der Familie. Und das würde mich eigentlich persönlich als Mutter sehr freuen. Also könnte man es auf den ersten Blick sagen, warum nicht? Tönt sympathisch. Wir wollen doch alle Familien fördern. Familie hat es verdient und sehr viele hat es bitter nötig. Wir wissen, Kinder haben in der Schweiz, das ist bei uns nicht selten ein Armutsrisiko, eine beschämende Situation. Und darum setzen wir uns als Partei dafür ein, für höhere Kinderzulagen, für die Befreiung der Kinder von der Krankenkassenprämie und für Kinderabzüge vom Steuerbetrag. Und darum haben wir, dank Peter Gomm, in diesem Land, in diesem Kanton, auch Ergänzungsleistungen für die bedürftigen Familien. Die SVP bringt jetzt neue Töne, auch im Rat, das ist mir richtig unter die Haut. Es hat geheißen, Familie ist das Fundament unserer Gesellschaft. Und in das Fundament, da müssen wir investieren. Stimmt. Aber ob es dieser Partei wirklich ernst ist, das muss man allen Ernstes auch fragen. Weil die gleiche Partei will bei der Bildung sparen, beim sozialen Wohnungsbau, bei der Prämienverbilligung, bei den Kinderzulagen und ein Exponent ist es nicht scharf gewesen, ganz genau zu sagen, worum es ihm geht. Es geht darum, Flugzeuge zu finanzieren. Nein, Genossinnen und Genossen, die Initiative ist eine Mogelpackung und sie ist heuchlerisch. Der Partei geht es nicht um die Familie, es geht ihr nicht um die Kinder. Was die Initiative wirklich will, dass sie neue Steuerabzüge um das killen, was wir beschlossen haben, nämlich Steuerabzüge für außerhäusliche Kinderbetreuung. Aber die Initiative will das Rad zurückdrehen in Zeiten, wo es eine Ernährung gegeben hat als Oberhaupt, wo das Geld für die Familie heimgebracht hat und die Frau und die Mutter ist daheim mit den Kindern und dem Essen auf dem Herd brav da gestanden und hat auf seine Rückkehr gewartet. Die Initiative will die außerhäusliche Kinderbetreuung torpedieren und will eigentlich die ganze Schweiz per Verfassung ihres Familienmodell aufoktroyieren. Damit torpediert sie die Möglichkeit, dass Familien heute, und es gibt so viele verschiedene Familienmodelle, ihres Familienmodell frei können wählen. Die Initiative macht einmal mehr Steuergeschenke, und zwar für Familien, wo es ihnen eh finanziell schon gut geht. Wir wissen ja alle Steuerabzüge, da haben gerade die armen Familien gar nichts davon. Von dieser Initiative halt auch. Da profitieren nur die gut Situierten. Und das sind bei den Familien ganz klar eine Minderheit. Berappen tun wir es alle, berappen tut es die Allgemeinheit. Und ich kann euch sagen, es gibt einen teuren Spass. Bund und Kanton rechnen mit Steuerausfällen von 1,4 Milliarden pro Jahr, rund 400 Millionen beim Bund, 1 Milliarde bei den Kantonen. Und wir haben es jetzt gehört von Franzi, wie es im Kanton Solothurn geht, oder? Es wird für den Kanton Solothurn heissen, 51,5 Millionen weniger Einnahmen wegen diesen Steuerabzügen, wo nur wenige davon profitieren, für 51,5 Millionen. Das heisst, wir müssen in diesem Kanton dann nicht 150 Millionen sparen, wie jetzt offenbar die Regierung will,
sondern 206 Millionen. Und der Kanton wäre nicht verschnupft, er hat auch nicht Grippe, sondern er hat in der langsam aber sicher eine Lungenentzündung. Es ist klar, was uns allen dann droht: mehr Steuern, für den Mittelstand vor allem, sparen bei der Bildung, bei der Prämienverbilligung, beim öffentlichen Verkehr, die Ergänzungsleistungen, alles die Bereiche, die gerade für die Familien besonders zentral sind. Und als man das im Saal dann gesagt hat, ist der Toni Brunner ein bisschen zurückgewichen von seinem Mikrofon, das man immer sehr lautstark tut, benutzen und hat gesagt, ja, dann könnte man ja eigentlich generell bei den Betreuungsabzügen reduzieren, respektive auf null nivellieren. Und da war der Schuss draussen gewesen. Klartext heisst das, er will am liebsten den jetzigen Abzug für die außerhäusliche Betreuung liquidieren, Vereinbarkeit von Familie und Beruf torpedieren und mit seiner Steuerinitiative, ich habe es gesagt, sein Familienbild in die Verfassung zementieren. Offensichtlich könnte die Partei die Realität der heutigen Familie nicht, dass für 60% der Familie ein Lohn schlicht nicht reicht und dass halt einfach beide dann arbeiten müssen. Und wenn beide arbeiten müssen, aber auch wenn beide arbeiten wollen, dann braucht es einfach eine Gelegenheit, um Kinder zu betreuen zu geben. Was will der heutige Fremdbetreuungsabzug? Der will die Gleichbehandlung von den Familien, die sich eins ganz auf die Betreuung der Kinder konzentrieren oder beide sagen, wir teilen es so auf, dass man einfach eins 50% und das andere auch 50% schafft. Das muss man dann aber noch vermögen. Und eine Gleichbehandlung mit den Familien, die beide Eltern arbeiten müssen. Das heisst, ein Beispiel von einem Einkommen von, das ist ja nicht wenig, zum Beispiel 100'000 Franken, soll gleich viel für eine Familie übrig bleiben, ob das Einkommen von einer Person verdient wird und Kinder daheim betreut werden, oder ob für das gleiche Einkommen beide Eltern arbeiten müssen und darum halt auf eine Fremdbetreuung angewiesen sind. Und genau das will jetzt die Initiative von der SVP torpedieren, Gleichstellung von allen Familienmodellen. Sie will den Ernährerhaushalt privilegieren. Ich habe gesagt, es gibt heute viele Familienmodelle, wo es eben Frau und Mann zusammen erlaubt, als Vater und Mutter eben Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen. Und vielleicht darf man das auch ruhig da mal betonen, in der heutigen Schweiz sind Frauen gut qualifizierte Berufsfrauen. Und ich meine, sie sollten sich, wie auch Familienväter, frei können entscheiden, wollen sie weiterhin im Beruf bleiben, wollen sie Teilzeit arbeiten, wollen sie sich ganz auf Familie konzentrieren. Diese Wahlfreiheit für beide älteren Teile, die vertreten wir, vertrete ich. Und ich finde das etwas ganz Wichtiges. Und wenn man noch sieht, wie die Scheidungsrate in der Schweiz ist, muss man sagen, was die SVP will, ist ein Fallen für die, die sich trennen. Heute werden 50% der Ehen geschieden. Wenn dann jemand daheim bleibt und bei einer Scheidung davor steht, plötzlich müssen gehen zu arbeiten, dann ist das keine Beschwerung, nach ein paar Jahren nicht mehr im Beruf zu sein. Und darum ist auch die Armutsquote bei den Alleinerziehenden sehr hoch. Was die SVP will, ist auch volkswirtschaftlich nicht das Gescheiteste. Weil heute haben wir einen Mangel an gut ausgebildeten Berufsleuten. Wir müssen sie im Ausland holen. Offenbar will das die SVP. Wir hätten aber in der Schweiz ein grosses Potenzial an guten Berufsleuten. Wir müssen einfach dafür sorgen, dass es leichter wird, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen. Und darum lehne ich diese Initiativen ab. Sie macht Geschenke, wo es keine Geschenke braucht. Sie leistet absolut keinen Beitrag zur Vereinbarkeit von Erziehungsarbeit und Beruf. Sie ist gleichstellungspolitisch ein Rückschritt. Sie ist volkswirtschaftlich falsch. Und sie reißt grosse Löcher in Steuerhaushalt, wo alle dem ausbaden müssen, auch die Familien mit schmalem Portemonnaie. Darum, ich bitte um ein Nein zu dieser Retro-Initiative.
Wir haben es als Fraktion ganz klar im Nationalrat abgelehnt und ich bin auch überzeugt, dass es dann am Parteitag, Delegiertenversammlung am Samstag, abgelehnt wird, die Initiative. Aber ich bin nicht sicher, ob sie nicht eine Mehrheit findet in der Bevölkerung. Und das wäre familienpolitisch, volkswirtschaftlich, finanzpolitisch ein Eigengut.